Uhr zusammen und willkommen bei den Screenshooters, willkommen bei einer neuen Flashback-Ausgabe. Wir sind auf dem Atari 2600 unterwegs und schauen uns zusammen mal Klax an. Klax, 1990 rausgekommen, ist ein Puzzlespiel. Was müssen wir machen da? Da müssen wir Steine farblich sortiert stapeln. So, ganz, ganz einfach und ganz banal gesagt. Drei in einer Reihe, die jetzt diagonal senkrecht sein kann. Ihr zeigt uns der Computer auch schon mal, wie das Ganze aussieht. Wir haben uns das schon fürs Mega Drive angeguckt, da schon ein bisschen was her. Und ich habe mir jetzt hier die 2600-Version besorgt. Grafisch natürlich alles ein bisschen einfacher als beim Mega Drive. Aber das tut dem Spielspaß keinen Abbruch. Wir springen einfach mal rein. Ich drücke mal Welle 1, 3 Drops per Game. Das heißt, hier können wir hier Drops machen, 3, hier 4, hier 5. Wir springen mal einfach rein. Wir müssen 3 Klacks schaffen. Klacks heißt dann halt, diese Steine in einer Reihe gebracht zu haben. Und hier geht's los. Unter diesem Gitternetz, sag ich mal, ist unser Paddle. Mit dem können wir die Steine, die jetzt runtergepurzelt kommen, auffangen und ablegen. Wenn ich jetzt am Stick mal den zu mir ziehe, dann kommen sie ein bisschen schneller auf und zu gescrollt. Was interessant ist, weil eigentlich eine Zeit läuft, es mehr Punkte bringt. Scheinbar. Also ich meine zumindest, es war so, auf der Mega Drive Version müsste ich jetzt tatsächlich nochmal reingucken. Aber wir können uns so auf jeden Fall Zeit sparen und Sachen ein bisschen schneller ranholen. Wie gesagt, 3 müssen übereinander gestapelt werden, zumindest in diesem Level hier. Wir kriegen gleich auch noch Vorgaben. Fallen lassen sollte man nicht. Einen habe ich fallen lassen. Bam. Doof. Wenn wir zu viel fallen lassen, ist Game Over. Bam. Wir können hier auch mehrere, wir können es mal kurz machen, mehrere übereinander stapeln. So. Zap. Wenn nämlich da unten jetzt keine Farben sind, die uns passend vorkommen oder wenn wir unten alles belegt haben, dann können wir so ein paar sammeln und die dann erstmal für später aufbewahren. Aber davon können wir auch nur maximal 5 Stück machen. Dann ist unser Paddle überladen. Dann ist da auch Ende Gelände. Bam. So, 5 Stück müssen wir machen. Seht, es kommen die Steinchen auch schon ein bisschen schneller runtergescrollt. Gerollt, wie auch immer man es nennen möchte. Das Spannende ist jetzt, Grafik, wie gesagt, ist ja jetzt hier Atari 2600-mäßig ein bisschen eingeschränkt, aber das tut dem ganzen Spielspaß hier gar keinen Abbruch. Man kommt auch hier irgendwann, jetzt hier vielleicht noch nicht, aber irgendwann tatsächlich auch in Petrolien, weil man links und rechts die Steine ankommen und das dann irgendwie noch sortiert kriegen muss und ach ja, das kann schon Stress werden. Machen wir das mal hier fertig. Klax to go. Ups. Ein. Müssen wir noch. Den haben wir. Hiermit erledigt. Ein bisschen Bonus. Ein bisschen für den Freiraum noch Bonus. So. 3 Diagonale. Das Ganze ist schon ein bisschen herausfordernder. Also müssen wir jetzt ein bisschen geschickter bauen. Sonst kriegen wir unsere Diagonalen auch nicht hin. Bam. Ne, Diagonale schräg. Aber. Oh! Verdammt, da habe ich gepennt. Machen wir es mal so. Haben wir schon mal die erste Diagonale. Jetzt habe ich mir natürlich geschickterweise das Weiße da verbaut. Also lösen wir das erstmal auf. Damit wir was Neues zurecht basteln können. So. Und das war jetzt natürlich auch wieder dumm. Dann gehen wir hier in diese Richtung. Den heben wir erstmal auf. So. Ihr seht schon, wenn man hier pennt und nicht richtig plant, dann ist die Nummer relativ schnell zu Ende. Guck, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich mir hier alles zugebaut, weil ich nur zubauen konnte. Continue. 3 Diagonale. Das war dumm.
Ja, man muss halt hier schon ein bisschen mehr planen. Sound. Atari 2600. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht viel zu sagen. Versuchen wir das Ganze mal wieder ein bisschen korrekter zu machen. Den brauche ich. Das kann ich, geht das hier auch? 1, 2, 3. Bam, genau. Da habe ich natürlich die Grünen da total beschissen liegen. Aber kriegen wir alles gelöst. Wieder eine andere Farbe. Machen wir jetzt mal hier Platz. So, jetzt fehlt hier nur noch ein blauer. Dann haben wir die nächste Diagonale. Da-da-da! Sehr schön. Das hauen wir einfach mal da drüber. Den nehmen wir auf. Taucht nichts. Da habe ich jetzt zu viel drauf. Aber den können wir da schon mal ablegen. Badstein. So. Mir fehlt nur noch einer von diesen... Ah. Der will mich jetzt hier echt gerade prüfen. Ach, scheiße, ist drauf. Machen wir die Grünen erstmal hier fertig. Zack. Und dann basteln wir uns das hier schon wieder passend. Ja, ich muss mir irgendwie immer wieder ein bisschen Platz schaffen. Sonst macht die Nummer hier keinen Sinn und keinen Spaß. Er kommt gerade nicht mit den richtigen Steinen um die Ecke. Da. Damit haben wir drei geschafft. Ihr seht ja auch ganz links, da sind fünf Steinchen übereinander gestapelt. Mehr ging da nicht. Da war Ende Gelände. Diese Reihe hätte ich nicht mehr weiter benutzen können. Mal weiter. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was ich machen muss. Points to go. Also 1000 Punkte. Okay. Wird zum Glück hier noch angezeigt. Punkte gibt es natürlich unterschiedlich. Diagonale geben ein mehr Punkte. Muss man halt jetzt mal schauen, was man einfacher gebastelt bekommt. Da drauf. Dann basteln wir uns jetzt gleich hier mal die erste Diagonale. 450 Punkte noch. Da habt ihr es gesehen, also das gab richtig fett Punkte. Zap. Oh, habe ich einen fallen lassen. Böse, böse ich. Gucken wir mal. Weiß haben wir hier. Kennen wir noch gar nicht. Schmeißen wir jetzt mal ab. Ich kann es gerade nicht ändern. Und hier kommt schon der nächste Klacks. Bauen wir es mal hier drauf auf. Da ist jetzt der Weiß. Oh, shit. Den ich schon vorhin gebraucht hätte. Egal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich drei in einer Reihe... So, oh, da, 100 Punkte. Und auch diesen Level haben wir geschafft. Puh. You must survive 40 Tiles. 40 Tiles muss ich überleben. Okay, machen wir mal. Die kommen schon in einer guten Geschwindigkeit runter hier. Aber noch sind wir ja hier im grünen Bereich. Noch 29. Das Gute ist, wenn man hier einen Klacks erledigt hat, dann pausiert das kurz, dann kann man sich hier ganz schnell neu orientieren.
uns zurechtsortieren. Oh, das war eine falsche Farbe. Den Versuch, den machen wir jetzt noch. Einmal diesen Level hier zu schaffen. Wir mal alles ja drauf ab. Aha, wie blöd. Die untere Reihe schon gelöst gehabt, ne? Nein. Machen wir jetzt. Es ist eigentlich, naja, schwer ist es gar nicht. Ne? Man muss halt nur darauf achten, was man wie wo ablegt, damit man sich hier selber nicht zubaut. Und bei diesem Spiel merkt man eigentlich auch ganz gut, dass Grafik nicht immer alles ist, denn das Spielprinzip funktioniert jetzt hier auf dem 2600, also so wie es gerade ist, auch ganz hervorragend. Ohne High-End-Grafik. Von mir die. Die lege ich mal hier ab, denn das ist damit schon aufgelöst. Dut. So 15 noch. Das kriegen wir hin. Komm her. 12. Was mit denen hinterher? Und lösen jetzt hier, bam, das Blaue auf. Schön. Das machen wir hier. Da kommt nämlich schon das andere fehlende. Weiß können wir eigentlich gesagt gar nicht gebrauchen, gerade eben das auch nicht. Mach's mal ab. Gut. Pa. Haben wir geschafft. 40 Teils. So, Welle 6. Gucken wir mal. You must get 10 Klacks müssen wir schaffen. Gehen wir hin. Farbe. Ja, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man auch die richtigen Farben hier erwischt. Manchmal, wenn man ganz hastig ist, trifft man nicht die passende Farbe. Das ist, glaube ich, aber ein unterschiedlicher Farbton. Insofern, bam, ist egal, wir schmeißen den rosa hin da drauf. Das ist nämlich jetzt schwierig hier zu erkennen, finde ich. Teilweise sind die Nuancen zu gering. Ist natürlich auch eine Monitoreinstellung, wie gut man das erkennt. 1, 2, 3. Bam. So, und hier haben wir den. Ah! Zu früh weggezogen. Da hätten wir den gehabt, den wir gebraucht hätten. Um das andere aufzulösen. Nun denn. So. Lösen wir den grünen auf, dann schmeißen wir den daneben und haben hier bam, noch 4 Stück. Dieser blinkende ist ja ein Bonus. Der gilt für alles. Drei Stück noch. Schaffen wir. Easy. Ganz rechts. Also mal ab hier. Und da kommt der letzte. 10 Klacks geschafft. Ja, und jetzt 6 Diagonale. Das wird jetzt natürlich eine Herausforderung. Die gehe ich allerdings jetzt mal hier, oder? Gehe ich die langsam alleine an? Ich weiß es gar nicht. Ach komm. Aber eine kleine Runde hier zusammen. Dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. So, du bist da drauf. Ich packe ich mal dein. Dann haben wir nämlich hier erste Diagonale, habe natürlich mir damit da drüben das verhunzt. Egal. Einiges brauche ich so. Den schmeiße ich mal da drüber. Dann löse ich das gleich beim nächsten
Axt bei der nächsten Diagonalen auf. Bin auch blöd, ne? Den grünen hätte ich dann nicht ablegen sollen. Aber wir kriegen es schon hin. Was so ein Profi ist, der löst das. Ja, falsche Stelle, falsche Welle. Machen wir mal hier. Und das. Oh, was baue ich denn hier für eine Hühnerscheiße? Ach, verdammte Tat. Komm, lösen wir die Reihe auf. Zwei Diagonale. Ja. Weiß ich noch nicht, wo ich die herzaubern soll. Einmal drüber. Hab ich mir gerade wieder einen verbaut. Denn das wäre jetzt das nächste gewesen, weil ich geschafft hätte. Nehmen wir mal die Weißen hier. Bam. Daneben. Da, 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 da. Geschafft. Puh. 55 Teils muss man überleben. Ja. Kann man schaffen, ne? Da legt er wieder vor, da müssen wir mal schauen, wie das so weitergeht. Das mache ich allerdings jetzt hier für mich alleine. Ich wollte euch das Spiel auf dem 2600 ja nur zeigen, damit ihr wisst, wie das Ganze funktioniert, wie das Ganze hier aussieht. Und damit ihr vielleicht Bock darauf bekommt, das auch mal selber auf dem kleinen Atari zu spielen. Ja, klein ist es schon, aber damals war es ja eine ganz große irgendwo. Jeder hat sie gehabt, mehr oder weniger jeder. Ich werde mal schauen. Das Ganze gibt es natürlich auch noch für andere Systeme. Für ein C64, für ein Amiga. Dass wir uns das auf diesen Rechner auch nochmal angucken. Nach und nach. Na, Eile mit Weile. Hoppa, habe ich gepennt. Und dann kann man ja hinterher mal sich die Videos anschauen und die Versionen gegeneinander vergleichen. Sich so die gestalterischen Unterschiede angucken. Und hier jetzt die 2600er Version ist mit Abstand natürlich die einfachste. Was dem ganzen Spielprinzip. Oh, habe ich gepennt. Ganzem Spielprinzip natürlich kein Abbruch tut. Naja, bla bla bla. Wir machen an dieser Stelle, oder ich mache an dieser Stelle Feierabend, werde das jetzt gleich im Hintergrund weiterspielen. Und ihr hinterlasst einen Kommentar, ein Like, ein Abo, whatever. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, bye bye.